Die stabile Seitenlage ist folgendermaßen durchzuführen. Die stabile Seitenlage selbst ist quasi erst der letzte Schritt. Ich habe tatsächlich zwei Schritte davor, die ich einmal überprüfen müsste. Als ersten Schritt müsste ich gucken, ob die Person ansprechbar ist. Sprich, ich gehe am besten mit meinen Händen an die Schultern, rüttel einmal mit denen, sage Hallo, können Sie mich hören? Und das wird dann in diesem Fall nicht der Fall sein. Der zweite Schritt, den ich habe, ist die Atemkontrolle. Und die führe ich 10 Sekunden lang durch, indem ich eine Hand an das Kinn des Patienten lege, die andere Hand an die Stirn, damit dann den Kopf überstrecke und mich dann einmal rüberbeuge, um dann zu hören, zu sehen und zu fühlen, ob die Person atmet. Und das Ganze, wie gesagt, 10 Sekunden lang, das ist ein relativ langer Zeitraum. Und sollte ich dann eine Atmung hören, dann kann ich im nächsten Schritt übergehen und die stabile Seitenlage machen. Hierzu nehme ich den Arm, der nah an meinem Körper ist, rechtwinklig nach oben. Nehme die andere Hand, sodass der Handrücken die Wange des Patienten einmal berührt. Dort lasse ich dann quasi meine Hand und nehme die andere Hand an die Außenseite des Oberschenkels, um diesen aufzustellen. Ich sollte hierbei vermeiden, in die Kniekehle reinzufassen, sondern wirklich nur an der Außenseite des Oberschenkels. Nun habe ich mir jetzt hier einen Hebel geschaffen und kann den Patienten relativ einfach in meine Richtung rüberziehen, bis er an seiner Endposition angekommen ist. Als letzten Schritt muss ich den Kopf überstrecken. Dadurch öffnet sich auch wieder der Mund automatisch und ich kann einmal hören wieder, sehen und fühlen, ob der Patient wieder atmet. Als allerletzten Schritt könnte ich jetzt noch eine Decke zum Wärmeerhalt einmal überwerfen und damit wäre es das dann.